das Leben. Christ ist erstanden von den Toten. Im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Christ ist erstanden von den Toten. Im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Wieder ein paar Tage später. Wieder am Ort des Geschehens, hier in Mansfeld, der ehemaligen Festung Mansfeld. Und ja, ich hatte ja gesagt, wir werden heute hier unten noch mal so den einen oder anderen Tunnel bzw. Gang besuchen, um mal zu schauen. Wie weit wir da reinkommen und was da überhaupt zu finden ist. Weil es ist ja das erste Mal für mich auch, dass ich jetzt hier bin. Also zumindest diese hintere Seite, diese eigentliche Festung überhaupt in Augenschein nehme. Und was ich euch aber zeigen will vorab, schaut mal hier, ich hatte ja euch letztens gesagt, dass dieses Gebäude hier 1861, hier oben steht es ja auch, ne, dass dieses Gebäude eher neuzeitlich ist. Und hier sehen wir es ganz klar, wenn man sich mal anschaut, wie das hier gemauert wurde und vor allen Dingen, wie großfugig das hier errichtet wurde. Ja, und jetzt schaut mal hier, also eher so, ich will jetzt nicht sagen dilettantisch, aber guckt mal, wenn ihr euch das mal hier hochschaut, ne, wenn ihr hier die Flucht mal anschaut, alles so ein bisschen krumm und schief und selbst das Neugebaute ragt, kippt schon fast nach vorne. Ne, also es ist überhaupt nicht hier im Lot. So, und jetzt passt mal auf. Und jetzt guckt mal hier und jetzt schaut euch mal diese Mauern an. Ist verrückt, oder? Und ab hier kann man sagen, hier sieht man es ja, wo es dann auch angebaut wurde. Hier ab dem Punkt, das ist dann eher neuzeitlich. Also hier 18 und noch was. Ne? Das ist noch richtig alt. Und schaut euch das mal an. Das ist schon mehrere hundert Jahre steht das hier. In Hanglage, hier kann immer was wegrutschen. Das heißt, hier wurden die Fundamente ordentlich gemacht. Und schaut euch mal, wie präzise das hier noch gebaut wurde. Wahnsinn. Und das will ich euch auch mitgeben, dass ihr mal darauf achtet, wenn ihr denn solche Bauwerke betrachtet, in was für eine Präzision und vor allen Dingen das Fugenbild. Ne? Schaut mal hier. Hier ist kaum noch Kalk noch drin. Ne? Also es ist schon zum großen Teil auch ausgewaschen. Aber die sitzen immer noch nach wie vor, ne? Die Wände hier. Und hier kann man es vielleicht sogar noch sehen, wie präzise das hier gemauert wurde. Und wenn man da hochschaut, dann sieht man schon, wie das dann wieder rauskragt. Ne? Also wie das dann hier schon wieder alles so wellig wird. Ja, und da, meine lieben Freunde, könnt ihr den Unterschied sehen.
Und das ist noch das, was ich meinte. Dieses alte Wissen, dass der Ordensbrüder und natürlich auch der Weiber dazu, ja, das ist schon, ja, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, außerirdisch, ne? Und wenn man sich das anschaut hier, es ist alles wirklich noch in einem perfekten Zustand. Man kann es nicht sehen hier. Der Efeu hat alles vereinnahmt. Und der Efeu steht ja auch, ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, für die Unsterblichkeit im alten Christentum. Und ja, und das wird wahrscheinlich dann auch Vorsehung sein oder beziehungsweise auch das sein, warum wir, nicht nur ich selbst hier im heutigen Tage, sondern wir hier an diesem Ort wieder zurückgekehrt sind und diese alte Anlage wieder zu neuem Leben erwecken, ne? Weil sie nämlich unsterblich sind. So, und jetzt gehen wir mal zu dem Tunnel, wo wir letztens erst waren und wo man dort reingehen kann. Aber wie gesagt, ich muss euch immer wieder sagen, passt ihr auf eure Kinder auf, weil hier geht es richtig tief runter. Ne? Und schaut mal hier, die ersten Knospen sprießen. Mutter Erde erwacht wieder aus dem Winterschlaf. Ach, ist das schön. Ja, heute am Regner, in einem regnerischen Tag. Aber ich hatte ja gesagt, für das kommende Mittwochsvideo werde ich euch noch diese Aufnahmen zugänglich machen, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, was hier einst errichtet wurde. Und wenn man sich das alleine das schon anschaut, hier diese Hallen, ne, das wird wahrscheinlich die eine Außenmauer hier sein. Das da drüben ist die andere. Da könnt ihr mal einfach mal rüberschreiten, damit ihr mal seht. Das war ja ein Gebäude, ne? Das war ja überdacht. Was das hier für eine Halle, für eine Scheune war. Also, wir gucken mal. Da sind jetzt circa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Also haben wir hier, naja, ich sag mal gut und gerne 12 Meter Spannweite, die hier, wie gesagt, überspannt wurden. Und das muss man erstmal hinbekommen, ne? In einer angeblich damaligen, ja, eher primitiven Zeit, ne? Wo man denn erzählt, dass man hier mit Fuhrwerken unterwegs war, etc. Und selbst wenn es so war, waren sie dem heutigen Baumeistern, ja, ich will es nicht sagen haushoch überlegen, aber sehr überlegen. So, und hier haben wir hier den ersten Gang. Ich habe mich heute meine große Taschenlampe mitgenommen. Aber die sind alle verschüttet, wie gesagt. Diese ganzen Gänge. Zeig mal her. Ja, also man kann das hier schemenhaft sehen. Ich leuchte mal rein. Hier seht ihr das. Wie tief es da noch reingeht, ne? Guckt mal. Das ist alles, wie gesagt, verschüttet. Und alleine die Präzision dieses Ganges, und der geht ja hier so scheinbar steil runter, ne? Das heißt, wir haben hier, wir müssen also hier irgendwo eine Treppe haben. Das ist hier wie so ein Gram, wo es dann runterging in diesen Tunnel hier hinein. Ja. So, ich drehe euch mal um. Ich sag euch mal guten Tag. So. Ja, so seht ihr das, ne? So, und hier wollten wir auch noch mal gucken. Mal hier irgendwo noch einen Gang finden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dem einen uns bekannten Gang rein. Oder wartet mal, wie gehen wir hier runter? Eigentlich wollte ich heute noch mit euch in diese Kirche, aber da weiß ich nicht, ob wir da überhaupt reinkommen. Kann ich jetzt nicht sagen.
So. Weil hier, wie gesagt, waren ja auch noch überall Gänge, Zugänge. Wo das denn hier noch so reingeht, ne? Tja. Und alleine das jetzt, ne, wenn man diese Höhenlage nimmt, ich war ja eben gerade dort oben, hier geht es dann auch wieder 3-4 Meter tief runter in diese Ebene hier rein. Ja, ist schon, wie gesagt, kommt hierher, ist eine beachtliche Anlage. Vielleicht schaffe ich es auch heute Abend noch, das so zurechtzuschneiden, dass wir da jetzt nochmal mit einem Programm, wo man eine 3D-Ansicht, eine topografische Ansicht bekommt, noch mal genauer betrachten können, dass wir auch die Höhenlagen sehen. Ja. So, jetzt sind wir hier am besagten Ort. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier mal jetzt reinkommen. Aha. Letztens war es noch geöffnet, jetzt ist es verschlossen, aber die Tür ist nur verschlossen. So, dann gehen wir mal rein. So, also hier geht es ganz locker, weiß ich nicht, wie viele Meter es hier runter geht. So. Ja. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Ihr das erkennen? Hier geht es richtig tief rein nochmal. So, ich will mich nur ein bisschen orientieren, dass ich nicht um ein Loch reinfalle. So, und hier seht ihr das, wie es nach oben hoch geht, ne? Das ist ja. Das ist auch hier teilweise, wie ich sehe, in den Fels reingeschlagen. Hier seht ihr das. Hier seht ihr diese Felsstrukturen. Hier seht ihr diese Ablagerung, ne? Wie sich so ein Fels aufbaut, diese einzelnen Schichten. Und dann hat man dieses Gewölbe hier drüber gebaut. Also sind diese Tunnelanlagen, so wie ich es auch vermutet habe, zum großen Teil in den Fels eingeschlagen. So, hier ist wieder was durchgebrochen. Aber da hinten ist wieder verschüttet, wie es aussieht. Tja, was will man dazu sagen? Ja? Wer baut solche riesigen Hallen und solche riesigen Anlagen und vor allen Dingen für was? Ja, also hier sind hier. Hier ist ein Baum reingewachsen. Hier ist auch schon, wie gesagt, ein Teil eingestürzt. So, schaut euch mal, ja, schaut euch mal diese Wurzel an hier. Der Baum von unten aus. Und wie gesagt, diese Gewölbe, man sieht es ja hier, ne? Ja. Aber ich sehe es gerade, weiter geht es hier nicht rein. Also tiefer ist es jetzt hier. Hier sind so etliche Luftschächte. Das sind wahrscheinlich so Lagerhalden gewesen hier oder sowas, aber ich sage ja immer wieder, wer tut sich sowas an? Ne? Wer tut sich sowas an? Also zumindest, wenn jemand in so einem, in einer Zeit lebt, die man ja mal der man immer nachsagt, dass sie eher primitiv sind und so mit einfachen Mitteln und mit Fuhrwerken, dass sie alles hochgefahren haben. Aber man muss ja auch immer wieder sehen, diese Massen, die hier bewegt wurden, ne? Diese Massen. Und vor allem diese Präzision. Also du kannst hier wirklich diesen Bogen, der ist so perfekt ausgeführt, das ist, ich hoffe, ihr könnt das sehen mit meiner Lampe, so perfekt ausgeführt, das ist echt fantastisch. So, dann seht ihr hier noch so alte Steine, die hier so runtergebrochen sind. Und hier ging es dann mal weiter. Und hier kommt man dann auch wieder zum Ende und hier ist wieder verschlossen. Hier hat man dann wieder was zugemacht. Hier sieht man das eindeutig, dass wir hier nicht mehr weiterkommen. Oder kommen wir hier raus irgendwo? Nee. Oh.
mal, ich krabbel mal mit euch hier hoch. Also ich bin hier nicht der Erste. Ich muss mal gucken, ob hier nicht die Fledermäuse hängen. Alles voller Mücken. Schaut mal her. Und hier sieht man eindeutig, dass dieser Tunnel hier weitergeht. Seht ihr das? Das ist nur eine Mauer, die man hier zwischengezogen hat. Also hier oben sieht man eindeutig, dass der Tunnel hier oben nach hier in diese Richtung, hier in diese Richtung weitergeht. Hier seht ihr das. Das ist nur auf zwischengemauert hier. Das ist nur aufgestellt. Das Gewölbe geht viel tiefer rein. Also man hat das hier schon wieder, diese Wand hier, die ist schon so eine Trennung. So, jetzt gehen wir mal wieder hier runter. Ja, es ist schon ein Monstergewölbe hier. So, und hier hat man auch hier gegraben. Dann hat man wahrscheinlich gedacht, hier kommt man nämlich durch. Guckt mal hier. Und dann haben sie aufgegeben. Guck mal. Hier haben sie sich nämlich schon eingegraben. Also, gut, das ist ja jetzt hier alles soweit zugänglich. Also, ich bin ja nicht der Erste, der jetzt hier reingegangen ist. Aber ihr seht hier eindeutig, dass hier schon einige andere dieses Gefühl hatten, wo geht es hier hin? Und dass das hier einfach so plump aufgeschüttet wurde, das sieht man hier in diesem Bereich. Das ist hier diese Mauer. Ja, ich sag mal, die ist so circa einen Meter dick. Hier haben wir noch so alte Scherben. Die ist so circa einen Meter dick. Ist nichts Antikes hier. Aber wie gesagt, dieses Mauerwerk ist hier. Hier sieht man ja auch nochmal, wie das hier, dieser Stein, wie so ein Sturz hier drin war. Ja, und dann hat jemand versucht, das hier aufzubrechen. Hier sieht man das, dass dieser Bohrung so art nachträglich reingemauert wurde. So sieht es zumindest aus. Diese Wirkung hat es. Und dass es denn hier noch weitergehen würde. Ja. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich hier gar nicht so interessant, hier dieses Gewölbe hier. Weil ich euch sagen kann, dass dieses Gewölbe hier, das, was die uns jetzt hier zeigen, was sie öffentlich was zugänglich ist, kann auch manchmal etwas sein, was zum Ablenken benutzt wird, weil hier weiß man, dass man eh nicht weiterkommt. Hier kann man so ungefähr abschätzen, wie die anderen vielleicht aussehen könnten. Ja, und wenn man die anderen zulassen, dann lässt man das hier bewusst offen, zugänglich. So nach dem Motto, wie seine Ventillösung. Na hier, schaut doch selbst. Und nur das finden wir hier. Ne? So. Aber in alten Aufzeichnungen, die ich gefunden habe und auch von den alten Herren, den wir dann auch besuchen werden. Ich muss mal schauen, ob wir den sogar vor der Kamera kriegen, in folgenden Teilen. Der hat gesagt, dass es hier mehrere unterirdische Gänge gibt in andere Ortschaften hinein. So, und wenn ihr euch das hier mal schon alleine, diese Dimension hier anschaut, dann wisst ihr, das kann nicht nur einfach eine Geschichte sein. Das ist die Realität und die Vergangenheit. Denn wer sowas hier baut, das ist ja, weil, das ist ja Wahnsinn. Alleine, wie gesagt, dieses Gewölbe hier, dieser Gang hier, wie viele Meter würden der hier haben? Keine Ahnung. Hm. 60 Meter ungefähr, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, und da hinten muss es mal weitergegangen sein. Ja, na, wie gesagt, vielleicht lassen sie es hier bewusst offen, dass sie, wie gesagt, den Leuten hier zeigen können. Schaut mal hier, so sieht das überall aus. Ne? Und die wirklich interessant sind, die Gänge, die hat man verschüttet. Und dass man da gar nicht erst anfängt zu graben. So, und jetzt geht es hier wieder hoch. Hier haben wir nochmal die Treppe. Hier habt ihr nochmal so einen Eindruck, wie das hier aussieht. Und dann gehen wir hier hoch. Ne? So, aber jetzt haben wir die Taschenlampe dabei. Und jetzt gucken wir mal. Was wir hier noch Tolles entdecken heute. So, ich würde dann doch schon mal den einen oder anderen Gang noch mal inspizieren und mal gucken, was man hier findet.
Wobei wahrscheinlich die, die sich hier mit der Anlage auskennen, sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen werden und dann sagen, naja, da wo du jetzt bist, ist nicht das Richtige. Aber vielleicht kennt sich ja jemand hier aus. Und hier ist es ja wieder ähnlich. Schaut mal hier. Das sind ja auch wieder so Luftschächte. Die dann irgendwo ins Nirgendwo gehen. Ja, hier, da. Und hier geht es dann auch wieder ein paar Meter tief rein. Das heißt, hier geht es auch noch mal irgendwo rein in den Berg. Also wie gesagt, das ist hier komplett alles übersät mit Löchern. Hier auch noch mal ein Loch. Die sind auch permanent ausgelatscht. Also das scheint schon ein interessanter Berg zu sein. Und ich bin hier nicht der Einzige, der hier rumläuft. Sondern es sind schon andere, die hier unterwegs sind. Aber wir gehen heute noch mal den Weg hier unten am Hang lang. Und gehen noch mal direkt um die Burg rum. Weil die Kirche, die könnte man sich im Zweifel dann auch noch mal zu einer anderen Zeit noch mal anschauen. Ja, und das wäre hier auch interessant. Aber hier kommt man nicht einfach so runter. Runter schon, aber nicht mehr raus, weil wie gesagt, hier sind auch wieder exakt gemauert, rechtwinklige Mauern, wie ihr hier sehen könnt. Und dort unten, ich habe ja zum Glück heute meine gute Taschenlampe dabei, da kann man nämlich die auch als Zeiger nehmen, also die macht schon mehr als Tageslicht. Da schaut mal, da geht es auch noch mal ganz tief rein. Leuchte euch das mal ein bisschen aus. Da seht ihr das. Und hier, wie gesagt, habt ihr dann auch die Tunnelgewölbe. Hier bei dem Punkt. Sieht aus wie eine künstliche Sonne, ne? Aber die Taschenlampe, die ich hier habe, die ist echt der Wahnsinn. Die habe ich noch geschenkt bekommen. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich die habe, weil die habe ich jetzt schon oftmals nutzen können. Die kann man auch einfach aufladen, hat einen Akku. Das passt schon. Hier, guckt mal, hier ist auch wieder. Hier ist auch wieder ein Loch. Ja, heute können wir das mal schön ausleuchten für euch. Oder kann ich das mal schön ausleuchten für euch? So, hier ist das Loch. Hier seht ihr das, ne? Hier leuchte ich jetzt rein. Da zoomen wir jetzt mal rein. Ja, und da geht es dann hier unten irgendwie wieder runter. Tja, alles voll mit Löchern, Luftschächten. Ja, das ist echt beeindruckend. Hier sieht man nochmal, wie das dort unten aussieht. Da ist das. Da seht ihr das, ne? So, wir wollten aber weiterziehen. Wir haben ja gesagt, wir haben noch ein bisschen was vor. Hier haben sie übrigens auch noch mal ein Loch reingegraben. Also hier hat schon jemand gesucht. Schaut mal hier. Da auch schon wieder. Da, seht ihr. Da hat schon jemand wieder gesucht. Hat sich versucht reinzugraben. Hier auch schon wieder. Hat man. Sieht schon fast aus wie so eine Kernbohrung. Seht ihr das? Man sich auch versucht reinzugraben in dieses Loch. Hier auch. Also hier waren schon einige unterwegs, ne? So, aber ist ja auch klar. Ich meine, wenn man hierher kommt, dann spürt man auch schon die Energie und dann sieht man das auch, was hier los ist. Ja, allein diese Bilder, schaut mal hier, sowas ist dieser. Das ist echt episch, ne, dieses, was man jetzt hier so sehen kann. Das ist echt episch. Ja, und so wie ich es jetzt schon vorangegangen gesagt habe, den ersten Teil habt ihr jetzt schon gesehen. Warum zerstört man sowas? Und wenn man sowas zerstört,
beziehungsweise wenn sowas zerstört wurde, versucht man das nicht zumindest wieder so zu rekonstruieren oder in den Ruinen so aufzubauen, dass man die besichtigen kann, dass man sich die anschauen kann. Und deshalb denke ich, hier ist irgendetwas verborgen. Jetzt gehen wir mal hier runter, weil dort unten sehe ich auch schon wieder einen Gang. Also ich sag ja, also hier kannst du den ganzen Tag, könnt ihr hier unterwegs sein. Hier ist so viel zu entdecken. Ich drehe euch mal um. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen hier konzentrieren. Ich glaube, ich muss mir doch mal so eine andere Kamera noch kaufen hier, so eine GoPro hier oder sowas, die man sich irgendwie umschneiden kann, dass ich hier nochmal zwei Hände frei habe. Weil das habe ich ja schon oft gehabt, dass ich so in Hanglagen runtergerutscht bin. Weil man sich natürlich bloß mit einer Hand hier festhalten kann. So, und jetzt geht es hier runter. Jetzt gucken wir mal, was wir hier unten noch finden. So sieht der Turm jetzt hier von, oder diese Mauer, dieses Mauerwerk von hier unten aus. Und hier seht ihr auch schon mal diese gewaltige Tiefe, beziehungsweise diese gewaltige Dicke des Mauerwerkes. Wahnsinn. So. Jetzt gucken wir mal hier. Hier haben sie nämlich auch schon wieder gebuddelt. Also die haben ja auch überall gebuddelt. Ne? Also entweder waren das die Archäologen, die das gemacht haben. Ist die einfach mal gesagt. Und hier seht ihr zum Beispiel auch mal diese Burg. Ne? Damit ihr auch mal die Entfernung habt von hier. Von den originalen alten Burganlagen. Und von dem besagten Dom. Ja, wie weit das entfernt ist. Also hier muss ich schon ganz schön ranzoomen und es ist immer noch weit weg. Also das ist schon wirklich hier eine groß dimensionierte Anlage hier. So, was haben wir hier? Ja gut, hier kann der Hang frei gerutscht sein. So wie das aussieht, ist das Fundament hier weggerutscht. Aber dennoch steht dieses gewaltige Mauerwerk. Und schaut mal, wie tief das hier reingeht. Nur Fundament, meine lieben Freunde. Und das baut man nicht einfach so, wenn man nur mit Schwert und Schild hier durch die Gegend läuft. Das hat einen anderen Grund gehabt, warum das hier so in dieser Dimension ausgebaut wurde. So, hier kann ich euch nochmal wunderbar zeigen, in welcher Präzision man hier gemauert hat, beziehungsweise gebaut hat. Hier seht ihr das nochmal, die Ecken, die rechten Winkel, die man hier ausgearbeitet hatte, das alles nur mit Naturstein, mit diesen Platten. Hier könnt ihr das nochmal genau sehen, in was für einen exakten Winkel man das hier in 90 Grad Winkel ausgebaut hat. Dann hat man hier wieder einen Rundbogen reingezogen. Das ist schon. Ja, und auch hier, da unten liegt noch ein Mauerwerk. Überall liegt Mauerwerk, was abgebrochen ist, runtergerutscht ist. Und ja, das muss eine gewaltige Zerstörung sein. Also wo ich mir ganz sicher bin, wo es runtergeht, garantiert in unten diese Lutherkirche, da geht garantiert ein Gang runter. Warum? Das zeige ich euch dann in den kommenden Videos oder in dem Video, je nachdem wie ich es schaffe, wenn es dann um diese 12 Särge geht. Und dessen Darstellung in diesem Gebäude. Denn alleine das ist auch schon wieder sehenswert. Ich zeige euch nochmal, machen wir eine kleine Videoaufnahme hier hoch. So. Und jetzt gehen wir hier runter. Auch hier ein Stück Mauer, was hier irgendwo runtergebrochen ist. Das ist das, was ich euch letztens gezeigt habe. In den letzten Minuten, glaube ich, im letzten Teil, habt ihr das gesehen. Und jetzt bieten wir uns hier sozusagen hier an. Kann sein, dass es ein bisschen durcheinander ist vom Schnitt her, weil ich ja letztens dann auch schon noch mal ein Stück weiter war zur Kirche. Aber das werdet ihr dann sehen. Ihr könnt ja jetzt die Zusammenhänge erkennen.
So, und alleine dieses Teil, ne, was wir für eine Höhe hier haben im Vorharz, ne, also im Südharz. Das ist Wahnsinn. Und dieser Burggraben, den ich euch gezeigt habe, guck mal, der geht hier einmal runter. Stellt euch mal vor, dieses Tal war gefüllt mit Wasser. Dann macht das auch Sinn, warum hier wie so eine Art Bucht, wie so eine Art Hafen ausgearbeitet wurde. Ja, da konnte man nämlich hier anlanden. So, jetzt gehen wir mal weiter. Mal noch irgendwas entdecken. Hier auch wieder Mauerreste. Hier, seht ihr sie? Hier auch wieder Mauerreste drin. Jetzt können wir es noch schön sehen. Ist ja auch immer die beste Zeit, so im Winter und im Herbst, beziehungsweise im Frühjahr, wenn noch nicht alles zugewuchert ist, hier so sich solche derartigen Bauten immer anzuschauen. Und da, wie es so aussieht, wie es so sein soll, haben wir auch schon wieder eine Lüftung. So, das heißt, da oben sind wir gar nicht reingekommen, nirgends. Also wenn man da oben langläuft, ist alles platt, da ist alles, da ist nichts. Ne? So, und jetzt versuche ich mich mal hier durch Dickicht zu wühlen, um euch zu zeigen. Dass selbst diese Mauern, diese vermeintlichen Außenmauern, komplett unterhöhlt sind, beziehungsweise dass dort Hohlräume drin sind. So. So, wir waren ja hier oben, ach da genau, dort oben in diesem Winkel waren wir ja eben gerade, ne? Und jetzt zeige ich euch mal, was ich gerade hier noch entdeckt habe. Hier sind nämlich noch weitere Hohlräume zu sehen. Da hätte ich einfach nur runterlaufen müssen. So, schaut mal hier. Ja, hier geht es auch noch mal rein. Da. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe mal rein, wie weit wir hier reinleuchten können. Ja, ihr seht das. Das ist ein alter Luftschacht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass hier in dem Bereich auch noch mal Untertunnelungen sind. Hier seht ihr das. Ja. So, das kraxelt immer noch ein Stück höher. Wieder. Jo, hier ist auch wieder ein Lüftungsschacht. Hier geht es auch wieder rein. Man sieht es auch hier zum Beispiel, wie trocken hier das hier dieses Blattwerk ist. Hier ist ja alles nass. Ne? Hier um diesen Lüftungsschacht ist es trocken. Da sieht man, dass das auch noch perfekt funktioniert alles hier. Ja? Dass also die Luft auch noch zirkulieren kann. Dass wir hier auch eine B&N-Lüftung haben. So, und hier haben wir auch noch Mauerwerk, hier gehe ich jetzt nicht hoch, weil von da oben möchte ich sagen, waren wir schon. Ja, und hier seht ihr das auch nochmal, wie präzise diese Mauern hier gemauert wurden. Ne? Und wenn man bedenkt, wie viele hunderte von Jahren die jetzt hier schon stehen und hier rutscht nichts weg, ne? Und keine Risse und keine Sitzungsrisse und dies und jenes, was wir ja heute überall sehen. Ne? Und warum das so ist und wie die ihre Statik berechnet haben, man sagt ja denen immer nach, dass man das so hoch, also überdimensioniert gebaut hat, damit das so steht, wie es steht. Das ist aber Quark, meine lieben Freunde. Das ist totaler Quark. Denn wenn es nämlich so wäre, wie sie sagen, die Herrschaften, Bauingenieure oder einige, die sich damit auseinandersetzen, dann könnte man ja heute sagen, ja gut, dann berechnen wir halt die Statik so, dass wir definitiv in unseren Bauten auch keine Sitzungsrisse und kein Nichts und keinen Schimmel oder irgendwas haben. Aber irgendwie kriegen sie es doch nicht hin. Ne? Irgendwie haben wir dann doch so nach ein paar Jahren dann schon die Immobilien bzw. die Gebäude abgeschrieben, weil sie einfach nicht mehr dem Stand der Zeit entsprechen und somit auch nicht mehr
Ja, ihr wisst es ja schon. So, ich gucke, ob ich hier noch ein Loch gefunden habe. Hier ist nämlich auch noch so eine Art. Ja, sieht man auch noch wie so ein Loch. So, ich gehe jetzt auch mal runter, um mal ein bisschen Strecke zu schaffen. Weil wie gesagt, wenn wir hier heute alles angucken, dann wird mein Datenspeicher nicht reichen und auch die Zeit nicht reichen. Aber ihr seht, ihr merkt gerade selbst, man gerät schnell in so einen Entdeckerfieber und kann dann auch nicht mehr loslassen. Und ist dann hier auch so ein bisschen gebunden. Ne? Und da lässt man sich dann auch leicht ablenken. Und was heißt ablenken? Ablenken ist vielleicht das falsche Wort, aber... Oh. So. Ja. Ja, und ihr seht da ja, ich drehe mich mal um, hier ist schon alles. Total nass. Das ist schon alles nass, Füße sind nass. Natürlich Schuhe nicht, aber die Hose war natürlich hier. Wir heute bei einem sogenannten richtigen Wetter unterwegs sind. Aber wie gesagt, hier ist auch noch ein Loch, wie es aussieht. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass hier unten in Hanglage, also hier, wo wir jetzt drauf laufen, dass hier drunter auch noch was ist. Weil das ist auch über mehrere Hänge. Ist das hier abgestuft? Dort hinten sehen wir diesen großen abgebrochenen Turm. Ich zoome den mal ran. Da ist er. Da seht ihr ihn. Ja, und hier unten sehen wir die Stadt Mansfeld. Also hier ist schon wirklich eine beachtliche Höhenlage. Ne? Und ja, dieses diesige, nasse, feuchte Wetter hat natürlich dann auch seinen Charme, so eine Burg, eine Festungsanlage zu besuchen. Weil es hat natürlich auch so ein bisschen seine Mystik hier so, sein mystisches Erscheinungsbild. So, und hier sehen wir dann auch schon mal so eine Art Vorwall, ne? Und dann sehen wir hier hinten haben wir auch noch mal mehrere Wälle oder einen weiteren Wall, wie so ein Burggraben. Und hier sehen wir auch wieder, ach, was soll ich euch sagen, ne? Gucken wir gleich mal rein. Können wir bestimmt langlaufen. Also, ja, was heißt, eigentlich müssen wir da nicht rein langlaufen. Das macht ja jetzt auch gar keinen Sinn. Aber schaut mal hier, selbst diese Mauer dort, da haben wir auch wieder Lüftungsschächte. Also hier ist alles voll. Und deshalb wird der Fels hier komplett wie in Schweizer Käse durchlöchert sein. Wo man von ausgehen kann, dass hier auch wahrscheinlich eine riesige Krypta drunter sein wird. Unter dieser Kirche. Ja. Das ist interessant. Also kommt mal hierher und schaut euch das an. Und ich verstehe auch nicht immer diese Gemeinde. Ne? Ich sage ja, gebt mir 6 Leute und einen 3,5-Tonnen-Bagger. Dann lege ich euch die ja innerhalb von einem Jahr hier alles frei. Und dann habt ihr hier auch eine touristische Attraktion. Und wenn man das richtig verpackt, dann laufen auch die Gastronomien dort oben und die Herbergen. Und wenn man es so sieht, wie man es jetzt verkümmern lässt und hier verwuchern lässt und ja, ich meine, Natur, gut oder schön, ja, schön oder gut, aber das kann man hier wirklich, ja, und ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass die Stadt Mansfeld gerade Insolvenz angemeldet hat oder diese Gemeinde oder irgendein Bereich hier. Ja, Leute, ihr habt eure Heiligtümer vor der Haustür, ne? Wenn nicht, dann verbreitet meine Videos und dann
habt ihr ja auch genügend touristischen Andrang. Ja? Aber wenn man natürlich nur Luther hoch und runter brabbelt den ganzen Tag und das eigentlich hier vergisst, dass wir hier einst auch hier den Teutonischen Orden vor Ort hatten und dass das Kaiserreich hier gewirkt hat, ja, dann verliert der Luther auch so ein bisschen an euer geschichtliches Gewicht. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Hier habe ich nämlich auch was gefunden. Hier seht ihr auch schon wieder, ne? Also hier auch wieder Lüftung. Und hier, wie gesagt, hier geht es runter. Dort unten ist der Weg, von dem wir jetzt gekommen sind. Die zweite Stufe, also die erste Stufe, die erste Abstufung. Und dann geht es nochmal tiefer. Und da könnt ihr ausgehen, dass, wie gesagt, hier alles unterhöhlt ist. Und wenn man unten durch die Stadt Mansfeld fährt, dann sieht man auch, dass in den Fels, auch gerade hinten bei den Kirchen, dass dort Türen reingehen. Ja, also das ist hier hundertprozentig alles unterhöhlt. So, und deswegen lässt man wahrscheinlich diesen einen Tunnel offen. Hier auch wieder ein Lüftungsschacht. Damit man den Fokus gar nicht so auf das Eigentliche lenkt. Ja. Und aber was rede ich da? Wahrscheinlich hat auch die Stadt da gar kein Interesse dran. Beziehungsweise diese Herrschaften, die da sitzen, die irgendetwas zu verändern. Und da ich ja nun beruflich mit Immobilien viel zu tun habe, kenne ich das Spiel. Also in manchen Bereichen, ja, da will man das einfach gar nicht. Das soll dann so bleiben. Und da sollte man sich halt mal die Frage stellen, ja, warum, meine lieben Freunde, warum? Ja, warum soll das so bleiben? So, und schaut euch mal an hier, diese Bäume, wie märchenhaft und müßig das hier so alles steht, ne? Gerade jetzt, gerade aktuell so, ne? Wenn ich jetzt meinen großen Fotoapparat bei hätte, fantastisch. Und hier hinten haben wir auch so überall Höhenlagen, dort zum Beispiel, die wir auch noch erklimmen werden. Denn übrigens, ich muss mal überlegen, ich glaube, in diese Richtung haben wir dann die Burg Arnstein und die Burg, diese Ringanlage, die ich euch in Bezug gesetzt habe, in den Kontext gesetzt habe mit der Burg Arnstein. Da müsst ihr mal gucken. Im Sternenreich oder ja, im Sternenreich auf Ehren. Und schaut mal hier, die Burg. Das ist das, wie gesagt, neu gebaut und das sind die alten Mauern. Die haben auch überall Stürze drin, ne? Hier, Fensterstürze, wo eindeutig mal im Ursprung Fenster drin waren. So. Und hier gehen wir jetzt einmal um die Burg rum. Und dort zum Beispiel ist auch nochmal sehr interessant, alleine schon wie die Stadt hier so liegt, ne? wenn man bedenkt, dass hier unten ehemals dieser Fluss hier durchgeflossen ist und wir haben ja hier hinten nochmal so eine Höhenlage, die auch hochinteressant ist, wo wir auch nochmal hingehen werden, weil das sind garantiert Sicherungsanlagen gewesen, dass dieses Tal hier und auch diese Burg so als Vorposten, dass das auch hier geschützt wurde. Weil diese Berge dort, die sind, da möchte ich bald sagen, unter Garantie besiedelt gewesen als Burgwall oder als Ründling oder irgendetwas stand da. So. Ja, hier sehen wir es denn nochmal, wie diese gewaltigen Mauern hier standen. Ne? So, und es ist natürlich hier, glaube ich, auch neuzeitlich so ein bisschen saniert. Ne? Aber hier sehen wir nochmal diese Präzision, ne? Die wir ja am Tag gelegt haben. Ja, und das sind dann so angeblich berittene Templer-Ritter gewesen sein mit ihren Gefolge, mit ihren Bauleuten, die denn sowas einfach so stümperhaft denn angeblich mit geringen Mitteln dann aufgemauert haben. Das glaubt er aber selber nicht, oder was? So, ja, hier sieht man es nochmal, hier kann man auch nochmal hochgehen. Also hier sind einige unterwegs gewesen, die hier gestöbert haben. Ja, wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So.
Ah, hier haben wir schon das erste Gitter, wo wir sehen können, dass hier so ein Zugang ist. Aha. So, meine lieben Freunde, hier haben wir wieder einen Fall. Hier geht es denn nicht weiter? Pass auf, nee. Boah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Seht ihr das? Ich mache mal eine andere Perspektive. Also ungefähr erfassen könnt, wo wir jetzt gerade stehen. Schaut mal. Hier ist die Burg, ist die Mauer und hier ist ein Sturz und hier geht's rein. So, und dann könnte man jetzt hier sozusagen reinlaufen. Ich hätte euch vor, das Wasser würde jetzt hier unten stehen, ne? Dann geht man hier von seinem Schiff aus rein und dann macht es auch Sinn, warum derartige Gänge hier stehen. Und hier oben geht's richtig tief rein nochmal, dort oben. Ich zoome es mal ran. Da seht ihr es. Also hier würde ich wirklich gerne, wenn wir das mal alles in Ruhe anschauen, und mir dann ein Bild machen, was wir hier alles noch finden. Also ich sag ja, hier kannst du den ganzen Tag, kannst du hier unterwegs sein. Und du kommst hier nicht zum Ende. So, wo kommen wir denn jetzt hier an? Hier haben wir auch wieder so eine Art Fenster. Und hier seht ihr auch diese ganzen Verschüttungen. Ja? Wie die Mauern, wie extrem die zugeschüttet wurden. Das war alles mal im Ursprung zugänglich. Und das hat auch einen Grund. Also wer macht sich denn die Arbeit? Selbst wenn das jetzt einfällt, ne? Oder jetzt geschliffen ist. Wer macht sich die Arbeit und schüttet das hier alles zu? Ja, und wie gesagt, wer macht sich hier die Arbeit? Ja, und wenn jetzt, ich sag's ja immer wieder, schaut euch mal, wie präzise diese Steine hier geschnitten sind. Und in welcher Präzision diese Steine ausgearbeitet wurden. Und das macht man nicht einfach nur, wenn man so eine Verteidigungswall baut. Das macht da gar keinen Sinn. Sondern das ist ja auch ein bisschen was fürs Auge hier. Ne? So, jetzt gehen wir mal hier durchs Dickicht. Und sobald ich irgendwas finde, werde ich mich wieder melden. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch und mit dieser Kamera will ich jetzt nicht einfach so durchgehen. Aber schaut mal, da oben sind auch wieder Löcher. Also hier, wie gesagt, ist eine Mauer. Das ist praktisch wie so ein Kram hier. Ne? Und dann geht es hier wieder hoch. So, also bis gleich. So, hier sieht es jetzt aus gerade aktuell. Bin ja schon einige Meter jetzt aus dieser Richtung hier reingewandert. Und ich glaube, ich bin hier in diesem Burgring. Und hier habe ich gerade auch wieder so einen Zugang entdeckt. Da weiß ich aber jetzt nicht, wie ich da jetzt hochkommen soll. Muss ich mal gucken. Ja, hier liegt schon eine Mütze. Ist wohl schon einer verendet hier oder was? So. Mal gucken. Weil hier geht es irgendwie augenscheinlich rein. Oh, ist das einfach nur abgebrochen. Hier plätschert das Wasser runter. Fallen die schmeißen hier übrigens ihren ganzen Grünschnitt und Müll. Wird einfach von hier oben, hier sieht man es, ne, runtergeschmissen. Und das ist hier schon ein richtiger Müllplatz hier vorne. Und wir reden hier von einem Denkmal, ne? Und ich weiß nicht, ob dies hier die Pächter sind. Aber wer soll das sonst sein? Oder derjenige, der hier den Hausmeister spielt. Aber das macht man doch nicht. Man schmeißt doch hier nicht, man schüttet doch hier nicht diesen Kram zu. Das ist doch auch wieder ein Bauwerk. Ey, ach, guckt mal an, ihr Freunde. Hier geht's rein. Hier geht's rein. Schaut mal. Ja, ich muss mir in jedem Fall eine andere Kamera holen. Gerade für solche Touren hier brauchen wir zwei Hände. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Man kann hier den ganzen Tag unterwegs sein. Ja, muss ich mal gucken, ob ich hier rein
So. Wo sind wir jetzt hier? Mehr Taschenlampe. Ah, okay. So, hier sind wir hier in so einem so Art getarnten Raum. Das sieht aus wie so eine Stützmauer. Und jetzt geht's hier hoch. Hier hat man wieder zugemauert, wie man sieht, ne? Und hier, ja, hier ist ein Gang, guck mal. Auch wieder zugeschüttet, meine lieben Freunde. Auch wieder zugeschüttet. Und dann kommt man sozusagen hier wieder raus. Hier geht es dann hoch. Und das sind alles neuzeitliche Mauerreste. Hier, guckt mal hier, einfach alles reingeworfen. Man hat es einfach zugeschüttet. Ja. Tja, so geht man mit deutscher Geschichte um, im heutigen sogenannten Deutschland. Oftmals werde ich an einer Supermarktkasse gefragt, ob ich denn eine Deutschlandkarte hätte. Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln. Da frage ich mich immer, welche Deutschlandkarte oder welche Karte sie denn überhaupt meinen. So, ich muss mal kurz ausmachen, weil, wie gesagt, ihr seht es hier. Ich muss jetzt hier wieder runterspringen. Da kann ich jetzt wieder, brauche ich zwei Hände, ne? Also hier sieht man das nochmal, hier bin ich jetzt gerade rausgekrabbelt aus diesem Loch. Hier plätschert lustig und fröhlich das Wasser hinab. Hier auf diesen Dreck, den sie runtergeschüttet haben von hier oben. Da ist so eine plumpe Entwässerung. Ja, liebe Stadt Mansfeld und Freunde des Denkmals, sowas macht man mit einem Denkmal nicht. Kann ich euch mal so sagen, wie es ist. Egal, was ihr jetzt von meinen Videos haltet hier. Aber wenn man das weiß oder das zumindest versteht, was ich hier filme und warum ich das hier filme, dann blutet einem das Herz. So. Ja, also gewaltige Mauern hier und hier haben sie auch nochmal wieder irgendwas ausgegraben oder? Ja, ein Efeu. Für die Unsterblichkeit unseres Ordens, unserer alten Ordensbrüder, kann ich mir nur sagen. Deshalb sind wir hier, meine lieben Freunde. So. So, hier haben wir jetzt den nächsten Rundbogen erreicht. Den Turm. Schaut mal. Was für ein Bild, ne? Was für ein Bild. Sind wir den ganzen verwunschenen Gang entlang gelaufen. Hier haben sie auch wieder einfach runtergeschüttet. Das ist alles Schutt. Hier, dieser Hügel hier, schaut mal hier, vor der Mauer, ist einfach alles Müll. Immer von oben runtergekippt. Grünschnitt runter, hier seht ihr das. Da aktuell, alles abgeschnittene Bäume, schmeißen diese Idioten einfach hier runter. Das ist ja wohl unglaublich. Wir befinden uns hier in einem Denkmal. Und danach müssen wieder Millionen von Geldern ausgegeben werden, wenn hier irgendwelche Schachtungen oder Untersuchungen gemacht werden müssen, um diesen ganzen Schutt. Und deshalb sage ich euch, diese Häuser sind meist oft auch von Seelen besetzt, die genau das wollen. Da läuft einfach plumpen Abwasserrohr raus. Und wer sich mit Sandstein ein bisschen auskennt, das ist natürlich, man sieht es ja auch, diese ganzen Ausblühungen an diesem Mauerwerk, dass das alles bewusst dadurch auch zerstört wird. Irgendwann rutscht die ganze Mauer ab und dann ist es wieder ein riesen Tara und wir haben kein Geld und da fehlen die Millionen und dann ist es kaputt. So, das meine ich damit, meine lieben Freunde. So, weiter geht's. Ich sag ja, so wie ich es letztens gesagt habe, gibt uns einfach unser Reich zurück in alter Stärke, am besten freiwillig. Und nicht das, was jetzt demnächst passieren wird. Und dann ist gut. Einfach Königsberg wieder zurückgeben. Und dann, ja, eure Industriehäfen, eure Plattenbauten und was ich nicht alles, könnt ihr auch anders hinbauen. Wir bauen die Wahrheit wieder auf, die Vergangenheit, die einzige energetische Schönheit, die Seele unserer Heimat, unserer teutonischen Heimat, unserer europäischen Heimat. Und wenn wir das wieder haben, meine lieben Freunde, guckt mal hier,
auch wieder ein Torbogen. Ja. Und da sieht man auch, dass das nicht unbedingt immer kriegerische Festungen waren, sondern dass das auch einfach Festungen waren, wie ich schon letztens gesagt habe, Wasserbau. Klar mussten die auch wehrhaft sein, aber nicht so, wie man immer denkt. So, guckt mal hier. Was für ein tolles Bild wir hier haben. So. Also kommt hierher. Es ist einmalig. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder einen Schacht. Hier haben wir auch wieder einen Schacht. Na mal gut, dass ich heute meine Taschenlampe bei habe. Das hatte ich euch, deswegen habe ich letztes auch abgebrochen. So, und ihr seht das. Hier ist auch so ein Stein, so richtig schön rund ausgearbeitet. Die Lampe ist so hell. Und ihr seht, das ist auch wieder komplett verschüttet. Komplett verschüttet. Warum macht man das? Das kann man doch frei machen. Ja, es gibt doch genug sogenannte ABM-Leute oder was weiß ich. Die können die graben den ganzen Tag. Und die haben wahrscheinlich sogar noch Spaß dabei, wenn sie den richtigen an ihrer Seite haben. So. Aber das ist, wie gesagt, meine lieben Freunde, das ist alles nicht gewollt. Es wird genau das gezeigt, was gezeigt werden soll, als Ventillösung. Dafür sind übrigens auch die Demos da. Es gibt immer politische Ventillösungen, archäologische Ventillösungen, damit sie immer ihre Geschichte aufrechterhalten können. So, und das, was tatsächlich unser Reich ausmacht und was uns umgibt, hier würde ich sagen, guck mal, das ist der alte Graben hier. Hier geht er jetzt lang, hier ist er schon eigentlich komplett, nicht eigentlich, sondern komplett zugeschüttet. Hier ist schon komplett zu. So, wenn er sich mal von hier anschaut, schaut euch das mal an. Fantastisch. Auch dieses Bild hier. Guckt mal. Es ist märchenhaft heute. Auch mit diesem Nebel. Ich bin genau zur richtigen Zeit, bin ich heute hier. Und hier, guckt, dann habt ihr einfach diesen, haben sie diesen Bogen zugemauert. So. Ja. So, und hier seht ihr das nochmal von oben. Ich bin jetzt nochmal aus diesem Burggraben rausgekraxelt. Und hier seht ihr das, was für eine Kulisse sich hier bietet, wenn man das besucht. Wenn man sich das alles anschaut und erforscht. Und ja, für diejenigen, die auch einen Camper haben, ihr könnt hier ruhig ein paar Tage verweilen, beziehungsweise auch ein paar Tage nächtigen. Oben auf dem Parkplatz kann man frei stehen. Und ansonsten einfach eine Pension hier anmieten, irgendwo im Mansfelder Land. Da hilft man auch den kleinen Unternehmern hier, die so eine Pension betreiben. Und das ist das, was ich euch sage. Meine liebe Stadt Mansfeld, ihr habt eure Perle, euren Diamanten hier vor Ort. Ihr müsst sie nur richtig präsentieren. Ihr müsst diese Braut schmücken und nicht da mit seinem Gedöns da drin, ne, mit seinem neuzeitlichen. Ist schön, sag nichts. Ne. Aber habt ihr im ersten Teil gesehen, die Kinder, oder nee, in diesem Teil werdet ihr sehen, die Kinder, die dort saßen, warum die hier waren. Ne. Und nee, sowas muss man auch alles der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das, man kann Teilbereich für Teilbereich kann man erschließen, den sichern, den baulich sichern, so dass man zumindest hier, wenn man hier einfach ein bisschen Parkweg reinmacht, ne, dass die Leute hier durchgehen können, man macht hier Führung, man erklärt hier ein bisschen was. Ne. Aber gut, wenn er wieder Führung macht, da erzählen sie dann wieder irgendwelchen Quark, was ja gar nichts damit zu tun hat. Ne? Macht es einfach frei, legt es frei und wir kommen hier vorbei und wir machen dann die Führung. So, und dann habt ihr auch Gäste in der Stadt. Der alte Mann, der tut mir wirklich leid, der macht das schon seit vielen Jahren, das ist ein ganz netter. Und der sitzt da ehrenamtlich und versucht da den Leuten, den Luther und dessen Vergangenheit etwas näher zu bringen. Und er sitzt da so auf weiter Flur, ne, und müht sich da ab. Ehrenamtlich, ehrenamtlich. Was für eine Farce für ein Land, die milliardenschwer Waffen irgendwo jetzt hintragen, ne, und da irgendwelche Feindbilder aufbauen, unter unseren Brüdern wohlgemerkt. Ne. So, und so ein Mann da unten sitzt da unten und versucht, unsere Vergangenheit zu erklären. Und nicht zu erklären, sondern zu zeigen. So, meine lieben Freunde, hier seht ihr nochmal so einen Berg. Sieht aus wie so ein Grabhügel, so ein übergroßer. So, und da, wie gesagt, dahinter gehen wir jetzt gleich rein. Ich mache jetzt mal kurz aus, weil mein Akku nicht mehr so stark ist. Ich muss mir irgendwie noch so einen Zusatzakku hier besorgen. Und dann, ja, dann seht ihr das. Vielleicht nochmal für euch zur Orientierung. Ich mache mal kurz aus. So, ich bin jetzt hier nochmal schnell hochgelaufen. Und will euch noch mal zeigen,
wo ich eingangs dieses Video hier mit über die Mansfelder Gegend mit euch eröffnet habe. Hier geht übrigens noch eine alte Treppe hoch, schaut mal, eine alte Sandsteintreppe. So, und dann seht ihr hier, ja, also wenn hier ein Kind abstürzt oder ein Erwachsener, ist es hinüber übrigens, ne? Und ja, hier seht ihr, dass das hier unten reingeht und das ist ja auch alles unterhöhlt. Komplett. Da stehen sie wieder, meine Freunde, die ich letztens auch schon besucht habe, sind immer sehr neugierig, muss ich sagen. Immer sehr neugierig. Jetzt flitzen sie weg. Da flitzen sie gerade. Da. Und so. So, schaut mal hier. Ja. Und da gehen wir jetzt rein. Ich habe da nämlich einen Weg gefunden, wie wir in diesen Gängen reinkommen. Und dann könnt ihr euch diese Dimension nochmal betrachten. Und hier unten war garantiert ein riesiges Tor. Wo wir dann hier nochmal in diesen Ring. Der Ring ging dann nämlich einmal so rum. Komplett um die Burg. Ja, alles zugeschüttet, alles aufgeschüttet. Immer unter dem Deckmantel, wir haben kein Geld. Aber komischerweise sind für alle anderen Dinge immer plötzlich Gelder da in Milliardenhöhe. Und für die eigene Vergangenheit, und das meine ich nicht nur Deutschland, sondern auch die europäische Vergangenheit, die das Kaiserreich eben elementar geprägt hat, ja, wird verschwiegen, verklärt, verzettelt in irgendwelchen Kunstrichtungen. Ich sage ja mal Aschenbecherkultur, Zahnbecher, Zahnputzbecherkultur und was ist ich nicht und Neolithikum, Bronzezeit, dies und jenes. Und die Leute begreifen gar nicht. Nachher mal vor lauter Kulturen und Kunstrichtungen. Ja, was will ich dazu sagen? Also wenn ich heute irgendwo in den Urlaub fahre, dann sehe ich ja nicht nur ein Design mit Tonkrügen, sondern ich sehe ja verschiedene Designrichtungen. Und kann es vielleicht sein, dass 100 Kilometer weiter jemand dort als Töpfermeister ein anderes Design entwickelt hat, um sich auf der Marktebene abzuheben, wie der jetzt meinetwegen hier getöpfert hat. Und wie kann man da so gehirnverbrannt sein und daraus eine Kultur machen? Versteht ihr das? Aber das brauchen sie ja, um das alles zu zerzetteln, ne? Damit das schön geteilt bleibt und damit diese Einheit, das, was ich euch jetzt hier auf meinem Kanal zeige, gar nicht überhaupt in den Köpfen erst entstehen kann. Und das übrigens bringt Krieg. So, jetzt gehen wir mal hier in diese Anlage rein. Hier sehen wir denn, wenn ich das hier lese, ne? Privat, ne? Ja, liebe Stadt Mansfeld, wenn man alles privat macht, kann man kein Geld verdienen. So. Oder verpachtet das uns für 1 Euro und dann habt ihr die Bude hier voll. So, aber was ich damit sagen will, schaut euch mal, das ist für ein Tunnel da unten. Das sieht man ja gar nicht so. Kann man gar nicht so erkennen von hier oben. Was ich euch damit sagen will, teilt doch diese Videos und ich wollte mich übrigens noch bedanken für diese ganzen neuen Abonnenten und diesen Zuspruch und diese tollen Nachrichten und nicht nur negativ, es ist ja nur ein kleiner Teil, ne? Ist ja die Mehrheit unterstützt mich ja da auch. Ja, da war ich ein bisschen überrascht, was jetzt so die letzten Tage passiert ist und geschehen ist und das finde ich echt toll, ne? Und das ist genau das, was wir brauchen. Deshalb sage ich, verbreitet diese Botschaften, kommt ihr selbst her, macht meinetwegen selbst Videos, macht eigene Kanäle und verbreitet diese Botschaft und schaut, dass das, was man hier teilweise in unseren Landen findet, wieder in den Fokus unserer Seelen, in die öffentliche Meinung, sage ich mal, ne, wieder reinkommt, damit die Menschen erkennen, was hier für ein Spiel gespielt wird. Ne? So, ich mache jetzt mal aus und wir sehen uns dann gleich. Wir gehen jetzt dort hinten durch diesen Torbogen. Und dann, wie gesagt, das ist hier neuzeitlich. Das ist nichts Antikes. Ist aber trotzdem schön anzusehen. Aber was interessant ist, das kommt jetzt, meine lieben Freunde. Und übrigens, hier seht ihr überall, auch unter diesen Gebäuden hier, ne, diese neuzeitliche Art sind, seht ihr überall Luftschächter. Da hinten ist wieder ein Luftschacht. Also hier drunter
ist noch eine Menge verborgen. Und ich möchte nicht wissen, was da noch verborgen liegt, was der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. So. Und jetzt gehen wir mal in diesen interessanten, großen Gewölben hier rein. So. Ja. Ja, wie gesagt, verbreitet diese Botschaften, teilt ruhig meine Videos. Umso mehr Menschen sehen das. Und vielleicht kann man ja über diesen Weg den kleinen Pensionsvertreibern, die hier mühevoll versuchen, in der Stadt Mansfeld vielleicht die Kultur aufrechtzuerhalten und ihre Vergangenheit zu zeigen. Vielleicht unterstützt man ja dabei, denn meine Videos, die gesehen werden, da sind bestimmt der eine oder andere oder die eine oder andere Familie dabei, die sich das mal selbst jetzt diesen Sommer oder in nächster Zeit anschauen wollen. Ja? So, und hier hat man ja gerade gestanden, und zwar standen wir vorhin. Dort oben standen wir. Hier haben wir diesen in Fels geschlagenen Graben. Und wie gesagt, schaut euch mal diese Mauerwerksdicke an. Ja, das macht man nicht einfach so. Und jetzt können wir hier reingehen. So. Und wie gesagt, ihr müsst mal das, also wenn ihr vielleicht sogar Architekten seid oder Bauingenieure, ach, ein Fledermaus. Oder? Nee. Bauingenieure, dann schaut mal das Bild hier mit dieser Wurzel. Wunderschön. Dann rechnet doch einfach mal die Massen hoch. Ja, was das hier für Baumassen waren, die man hier einfach bewegt hat an Gestein, an Mauerwerk. Und die Decke hier, die ist hier locker 5 Meter hoch, würde ich sagen. Was wir hier sehen. So, und jetzt gehen wir mal hier hinten rein. Das sieht hier bald aus wie so eine Krypta. Vielleicht war das auch ein Verlies, keine Ahnung. Ja. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier weiterkommen. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Aber das sind, glaube ich, diese Kästen für diese Fledermäuse. Da will ich jetzt nicht so rumleuchten. Hier haben wir auch wieder so eine Art Luftschächte, oder was ist das hier? Nee. Ja. Also hier kommen wir auch nicht weiter. Wahrscheinlich waren hier, ach, hier waren Balken drin wahrscheinlich. So eine Art Lager. Vielleicht war das auch ein Lager. Ein Waffenlager, keine Ahnung. Aber schaut euch diese dicken Wände an hier, ne? Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt hier gerade mehr erwartet. Ich dachte, hier kommen wir irgendwie weiter. Da war das unten in dem Graben spannender. Wir versuchen jetzt nochmal in die Kirche reinzukommen. Hier nochmal einen Blick rauswerfen. Ja, ja, und dort hinten, ich mach jetzt mal wieder so einen kleinen Punkt. Ihr seht den ich jetzt hier so mit meiner Taschenlampe. Ich zeige, das hat man zugeschüttet hier. Das war ja original gar nicht. Das war ja hier wahrscheinlich eine Zugbrücke oder irgendwas. Na, das war ja, das hat man ja alles zugeschüttet. Und wenn das nicht mal das Wasser im Ursprung bis hier hoch stand, ne? Wenn man den Pegel, das muss ich mal mit Flutmap mal nochmal schauen, wie, in welchen Meeresspiegel man hier diese Burg in den Kontext setzen kann, weil das könnt ihr nämlich schön damit machen. Einfach den Meeresspiegel anheben und dann, bis die Burg passt, ungefähr, und dann schaut ihr euch mal die umliegenden Orte an, und dann seht ihr auf einmal, dass viele Orte am Wasser gebaut wurden. So. Ich muss euch mal wieder sagen, diese Bäume hier, schaut mal hier. Wunderschön, diese Wurzeln, wie die freigelegt hier sind und wie das dann in Symbiose mit diesem Bauwerk hier steht, ne? Diese Flora und Fauna. Ach, wunderschön. So. Hier waren wir ja letztens schon. Wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Kontext euch das die vorangegangenen. Also hier waren wir ja letztens schon drin, ne?
euch das zeige, aber wir gehen jetzt noch mal schnell zur Kirche. Liebe Freunde, jetzt muss ich leider mit der anderen Kamera weiterführen, aber weiterfilmen. Und jetzt will ich euch noch was zeigen. Schaut mal die Tür hier. Das geht viel tiefer, ne? Und ihr seht ja diese ganzen Verwerfungen der Ebenen, dass das hier alles, dass diese Türen wahrscheinlich viel höher waren, als man uns hier zeigt. Denn guckt mal hier, geht es auch schon eine Stufe tiefer. Und das sieht ja nicht normal aus hier so, ne? Dieser kleine Bogen hier. Also ich stelle mich mal jetzt hier geradwegs hin. Also hier steht, hier ist jetzt mein Auge. Also in dieser Höhe ist jetzt mein Auge, ne? Also das passt hier hinten und vorne nicht. Dass man auch sehen kann, also hier kann es keine Schlammfut hier oben gegeben haben, aber dass man sehen kann, dass die hier durch Abriss, durch Umbau immer alles wieder aufgeschüttet haben, zugeschüttet haben, verändert haben. Dort hinten haben wir auch noch eine Tür. Wo geht denn die hin hier zum Beispiel, ne? So, wir sehen hier einen Ablauf. Hier hat man also, ihr habt doch wieder Beweis, ne? Also hier ist eine Gosse. Und diese Gosse, das fließt hier rein. Schaut mal da, da geht's rein. So, aber heute würde man denken, der normale Tourist würde gar nicht drauf achten. Und das würde ich euch zum Beispiel in solchen Führungen auch zeigen, ne? Weil darauf machen sie nämlich nicht aufmerksam. Weil dann würde mich sehen, dass man mit der Geschichte hier auch, dass hier irgendwas nicht stimmt, ne? Und mir fällt das aber immer sofort auf. Und hier seht ihr das zum Beispiel, dass hier, also wie gesagt, das Regenwasser hier abgeleitet wird, aber im Ursprung, guckt mal hier, das war mal eine Tür. Das heißt, hier geht es irgendwo runter. Und da fließt jetzt das Wasser rein. Ist das nicht makaber? Ich meine, wir reden hier über ein Denkmal, ne? Also da muss man auch ein bisschen Ehrfurcht haben. Und das mache ich dann nicht einfach zu und leite jetzt das Wasser hier irgendwo in den Keller. Dass es da unten vielleicht gammelt oder schimmelt oder was weiß ich, ne? Meine Sandstein gibt irgendwann auch mal nach. Aber im Ursprung sieht man hier oben, war das noch eine ganz andere Tür. Dann hat man wahrscheinlich diesen Sturz in dieser Zeit 1800 noch was eingebaut. Und so hat man dann, so sieht man immer den Zahn der Zeit. Ne? Und deswegen sind die Türen auch so relativ kurz und klein. Ne? Und man sagt ja mal, dass die Menschen früher kleiner waren. Nee, waren sie nicht, die waren größer. Wir sind heute kleiner. So, da sieht man übrigens noch ganz genau, wie seine Tür original aussah und wie sie heute aussieht. So abgehackt. Ja, selbst das lasse ich doch so nicht, ne? Das mache ich doch frei. So. Ja, so wie ich es jetzt wahrscheinlich auch erahne, kommt man hier in diese Kirche nämlich nicht rein. Also dann irgendjemand dann wieder privat sich unter den Nagel gerissen hat und ja. Naja, schade. Na, ist halt so. Ich sehe gerade, hier gibt es einen Förderverein Schloss Mansfeld. So, kommt man hier rein? Nee, kommt man nicht rein. So, ich blende das mal hier ein. Lieber Förderverein Schloss Mansfeld, kein Grünschnitt in den Burgrahmen werfen. Sondern hier kann man auch so Maifeuer auftürmen und der Maria ein schönes Feuer geben. Und hier seht ihr das, hier geht es auch wieder runter, hat mir letztens schon gezeigt. Ja, also. Es neigt sich zum Ende. Hier sieht man noch so eine Art Balkon. Wahrscheinlich ist das auch ein wunderschönes Gebäude gewesen, so eine Art Palast oder wie auch immer. Keine Ahnung, was das war. Hier waren wir ja schon, da sind wir auch schon durchgegangen. Dort hinten haben wir auch den Müllberg gesehen. Tja. Was für ein Menschen, die gleichen Gedanken haben, wie ich hier für ein Werk vollbringen, die in diesem gleichen Kontext das sehen, die Gott und die Urmutter so in ihrem Herzen tragen, wie ich es tue, hier ja, für ein Werk vollbringen, wenn wir hier vereint diese ehrwürdigen, diese stolzen, einst stolzen Mauern hier wieder in einer anderen, in einem stolzen Licht oder einem ehrbaren Licht erstrahlen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja schon viel gemacht. Es ist ja jetzt wahrscheinlich jetzt hier zu sehr kritisch, aber vielleicht sagt der eine oder andere, der sich hier
wirklich Tag ein, Tag aus hier in dieses Gebäude einbringt. Vielleicht findet er das jetzt gerade auch bösartig, was ich hier sage, aber da hinten ist Müll und wenn man hier unten diese Schutthallen sieht, das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. So. Nun gut, meine lieben Freunde. Wie gesagt, das ist eine andere Kamera jetzt, ne? Aber jetzt gehen wir hier in dieses Gebäude. Ich würde sagen, den Teil beenden wir hier heute. Es wird jetzt eh langsam dunkel. Also ihr konntet jetzt wahrscheinlich auch, ich konnte euch einen Eindruck vermitteln, was wir hier für eine Anlage haben, was wir hier vorfinden. Und in diesem Sinne, dem Symbol des Menschen, der goldene Schnitt, nichts anderes. Da will ich auch noch Videos drüber produzieren. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, aus diesen Kulissen, aus diesen Burgmauern, sage ich euch wie immer, bleibt rein und heilig. Bis bald und freut euch auf kommende Videos, denn es wird hier in Mansfelder Raum mit dieser Burg, auch mit der Burg Arnstein und allen anderen Verknüpfungen. Wir werden irgendwann in Venedig landen, wir werden in Königsberg ankommen, wir werden in den Triumphbogen ankommen in Paris, wir werden bei den Sternenfestungen ankommen und ihr werdet ihr sehen, wer die Erbauer dieser Anlagen waren und warum man das so verzettelt und warum man das so verbirgt, damit der heutige Mensch in der heutigen Gegenwart kaum noch erkennen kann, was hier einst wirklich geschehen ist. So, in diesem Sinne, bleibt rein und heilig und bis bald.